Übrigens habe ich noch zwei weitere Kanäle. Verspieltes Gnu, auf dem gibt es coole Let's Plays, und Gnu, falls ihr mehr über mich erfahren wollt. Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Unnützes Wissen. In dieser Folge habe ich mich auf die Maps konzentriert, denn es gibt einige Maps, die ein sehr cooles Easter Egg verstecken und einige Dinge, die einem auf den ersten Blick nicht auffallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was dir aufgefallen ist, was bis jetzt keinem anderen aufgefallen ist, und lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Auf der Map von Rico sieht man rechts Spielautomaten. Ein Automat bietet ein Spiel für den Boxer an, der zweite für Kevin und der dritte für einen der Roboter. In diesem Spielautomaten ist es nur möglich, Spike zu ziehen. Schade, dass es keine anderen Brawler gibt, aber ich nehme ihn trotzdem gerne mit. Terra hat sogar ihre eigene Werbeanzeige und wirbt dort für ihr komisches Deo. Wenn das allerdings so nach Schweiß oder Furz riechen soll, würde ich es mir allerdings nicht kaufen. Ich habe selten so einen stylischen Mülleimer gesehen in Form eines Gameboys und trotzdem schaffen es die Schweine nicht, ihre blöden Flaschen in den Mülleimer zu platzieren. Einigen von euch wird es entgangen sein, aber hier seht ihr Colt, der gerade für Müsli-Werbung macht. Colt Crunch. Schmeckt bestimmt besonders gut. Und sogar ein Spielzeug ist enthalten. Das ist das erste Mal, dass sich die Flaschen nicht in einer Box, sondern in einem Automaten befinden. Außerdem finden wir hier oben auf der Bank liegend wieder dieses Hütchen. Auf jeder Map, die ihr jetzt sehen werdet, gibt es solch ein Hütchen. Achtet gerne auch weiter drauf, denn wir werden noch einige Hütchen finden. Ich bin gespannt, ob ihr sie vor mir finden werdet. Abgesehen von dieser extrem stylischen Sonnenbrille, die Sprout hier trägt, musste ich mir diesen Skin unbedingt kaufen. Denn hier verdeckt er nämlich endlich seine kleine Pipi-Box. Was ich auf der Map von Mortis extrem feier, ist, dass Frank hier mal ordentlich Party macht. Wem es nicht gefällt, findet auf der rechten Seite auch direkt den Exit. Auf dieser Map findet man neben diesen rosanen Getränken noch ein Handy. Wenn man länger wartet, schaltet sich dieses sogar ein. Ein Ausrufezeichen erscheint. Welcher Brawler das Handy hier verloren hat, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht ist es ja auch ein Hinweis auf einen Brawler, den es noch nicht gibt. Außerdem befindet sich das Hütchen dieser Map hier im Mülleimer. Crow trägt auf seiner Standardlederjacke eine Katze mit einer Augenklappe. Wechselt man allerdings den Skin, hat er jetzt eine Feder auf der Jacke. Ich wusste gar nicht, wo ich als erstes hinschauen soll. Was mir auf jeden Fall aufgefallen sind, sind diese toten Fische, die in der heißen Sonne vor sich hinsichen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr appetitlich. Auf der linken Seite der Map könnt ihr euch wieder einen Teppich von Spike kaufen. Wie man aber bereits unterhalb der Map sieht, gibt es auch Teppiche im Design von Sandy, Tara und Jean. Das Zelt von Tara sieht einfach mehr als gruselig aus. Spike scheint einer der beliebtesten Brawler auf dieser Map zu sein, denn auch hier könnt ihr euch Pantoffeln von ihm kaufen, neben den ganzen Teppichen, die es auch für Jean oder für Sandy gibt. Diese Wachen sollte man feuern. Sandy macht das, was er am besten kann. In diesem Shop bieten Tara und Genie ihre Produkte in Sale an. Das bedeutet, ihr könnt euch eine Lampe oder die Karten von Tara für wenig Geld kaufen. Scheint wohl nicht mehr so zu laufen. Wer sich nicht sicher ist, ob er den Spike-Teppich kaufen möchte, findet diesen oben auf dem Dach aufgeklappt. Außerdem sieht das Ganze hier aus, als würden wir abgehört werden. Und nicht zu guter Letzt befindet sich das geheime Hütchen auf dieser Map direkt unter des Abspielbandes. Auf der Map von Bali findet ihr das geheime Hütchen, wenn ihr ganz nach oben links in die Ecke lauft. Leon trägt bei seinen beiden Skins den Küken-Skin und den Dino-Skin. Skin eine Süßigkeit in seinem Beutel. Bei dem Fischskin hat er sich allerdings für einen Fisch entschieden. Mal davon abgesehen, dass diese Bomben einfach nur ultimativ cute sind, verbirgt sich das versteckte Hütchen auf dem Kopf der Bombe. Die Tentakel, die dieses Boot angreifen, stammen von keinen echten Kraken. Denn wenn man genau hinsieht, sieht man Metallteile. Außerdem hat Daryl auf seiner Map und auf seinem Schiff wieder nichts Besseres zu tun wie die anderen Brawler, als zu schlafen. Auf der Insel von Kevin lassen es sich alle offensichtlich gut gehen. Das geheime Hütchen in dieser Map findet ihr oben links, genauso wie die Gitarre von Kevin. Auf dieser Map ist es extrem schwer, das Hütchen zu finden. Aber wenn ihr genau hinschaut, habe ich es doch gefunden. Und auch auf dieser Map wird das Hütchen auf dem Kopf dieses Steins getragen. Diese Map ist eine der interessantesten für mich. Denn in diesen Kartons befindet sich alles, was produziert wird für die Brawler. Neben den ganzen Roboterarmen und Flaschen für Barrel finden wir hier auch interessante andere Dinge. Und zwar werden auf dieser Map die Hütchen, die wir überall sehen, produziert. Aber nicht nur das finden wir auf dieser Map. Denn auch neben modernen, stylischen Spike-Socken, die Socken möchte ich übrigens haben, also wenn man die irgendwo kaufen kann, sagt mir Bescheid, befinden sich hier auch mehrere Gitarren von Kevin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch einige Dinge zeigen, die euch bis jetzt nicht aufgefallen sind. Falls du Dinge gesehen hast, die mir bis jetzt noch nicht aufgefallen sind oder keinem anderen, dann schreib sie jetzt in die Kommentare. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo. Danke fürs Zuschauen und Ade mit E. Es war wie immer, Shay.